Gut, Maßeinheiten umformen ist das Thema. Moment mal. Ja, gut. Maßeinheiten umformen, das kennen wir noch aus der 3., 4., 5., 6., 7., 8. Klasse. Funktioniert zum Beispiel so: 4,5 cm möchten wir in Metern umformen. Was muss man tun? Ganz einfach. Man muss sich darüber klar sein, dass das Hundertstel sind. Ich könnte jetzt Folgendes machen, den umständlichen Weg. Ich würde sagen, 4,5 cm und ich schreibe 4,5 Hundertstelmeter hin. Das ist ungünstig. Aber hieran sieht man Folgendes. Was muss man tun? Man muss aus der 4,5 Hundertstel Folgendes machen. Man sagt, naja, wenn ich das durch 100 teile, dann wandert doch das Komma, ich habe zwei Nullen, um zwei Stellen nach vorne. Also schreibe ich 0, und jetzt 0, 4, 5. Nochmal, dieses Komma war mal hier, aber dadurch, dass ich durch 100 geteilt habe, ist es verrutscht. Ja, und jetzt kann ich wieder meinen Meter dahinter schreiben und das ist einfach. Ich hätte auch schreiben können, und jetzt sind wir wieder bei der Potenzschreibweise, 4,5 mal 10 hoch minus 2 Meter. Auch das geht. Wir werden das heute bis zum Abwinken in alle Richtungen üben. Wir schreiben ja noch einen Test dann. Und deswegen. So, machen wir mal ein anderes Ding. Und zwar 0,3 Millimeter möchten wir umwandeln letzten Endes in Dezimeter. Na dann los, jetzt seid ihr dran. Ja, wir müssen die erste Stelle betrachten, aber wir müssen uns über Millimeter und Dezimeter nochmal klar werden. Das sind Tausendstel, das sind Zehntel. Von Tausendstel bis zu Zehntel muss ich also auf Hundertstel gehen. Da ich aber diese Stelle nicht habe, hier die rote, rot unterstrichene, muss ich in diesem Fall, sonst hätte ich gesagt 0,03, wenn es 3 mm gewesen wären, aber es sind 0,3 mm gewesen, 0,003 Dezimeter. Das wäre richtig. Wer schreibt das mal um in Potenzschreibweise? Was habt ihr für eine Idee dazu? Also nicht über Meter gehen, sondern mal versuchen, das irgendwie anders auszudrücken. Jetzt haben wir gesagt, okay, vorsichtig. Und das ist ja dasselbe. 0,3 mal 10 hoch minus 2 Dezimeter. Das ist ungewöhnlich. Das macht keiner, von Millimeter in Dezimeter gehen. Man würde es gleich in Meter umwandeln. Was ist denn das dann in Metern? Jetzt mit Potenzschreibweise. Wie würde man es dann machen? Das wären also 0,3 mal 10 hoch minus 3 Meter. Einverstanden. Jetzt kommt aber der Haken. Man versucht, diese Potenzschreibweise immer so weit auszuweiten, dass man keine Kommastellen hat. Das wären also 3 mal, und jetzt, 10 hoch minus 3 oder 10 hoch minus 4 oder 10 hoch minus 2? Ich sehe schon, wird gezeigt, 10 hoch minus 4 Meter. Ganz genau. Bis dann, klar? Ich mache mal Pause. Das ist jetzt eben. Wenn ich das jetzt wieder, diesen Term hier, Moment, wenn ich diesen Term hier wieder umformen will, dann mache ich das wie folgt. Dann sage ich, okay, das ist 3 mal 10 hoch minus 4 bedeutet 0,123 und jetzt kommt die vierte Kommastelle. Meter. Peng. So geht's auch. Genau, wir haben uns jetzt nochmal über diesen Kram unterhalten. Nochmal eine einfache Bauernregel bei 10er-Potenzen ist 2 Nullen, 10 hoch 2. 10 hoch minus 2, wenn ich es so umschreibe. Bruchfrei, ne? Hier 3 Nullen, 10 hoch 3 oder 10 hoch minus 3 ohne Bruch. Und jetzt habe ich mal eine Beispielzahl aufgeschrieben und jetzt ist das unübersichtlich und jetzt kommt die Anwendung. Ich mache mal nochmal diese Trennzeichen. Hier habe ich 3, nochmal 3, nochmal 3 und jetzt kommt die. Also ist das umgewandelt 2 mal und jetzt zähle ich ab. 3, 6, 9, die 12. Stelle. 3 mal 10 hoch minus 12 Meter. Furchtbar, ne? Ja, so furchtbar nicht. Wenn man sich grundsätzlich auf diese Schreibweise dann einschießt, dann hat man es nämlich leicht. Dann mit Potenzgesetzen kommen wir dann ganz klar leichter weiter. Klar, Moment mal. Jetzt, um das nochmal in Pikometer oder sonst was umzuwandeln, müsste ich sagen, hier sind es Tausendstel bis hierher. Das wären Millimeter. Also hier sind es noch Millimeter. Bis hier zu der Stelle wären es Mikrometer. Bis zu dieser Stelle wären es Nanometer. Ich schreibe mal das Wort Nano hin. Und das sind dann Pikometer.
Wenn aber einer mit mir die ganze Zeit in Pikometern spricht, okay, dann habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Dann weiß ich, dass es furchtbar klein ist. Aber bei Mikrometer geht es bei den meisten Menschen und Nanometer erst recht los. Das wievielste bisschen Bruchteil ist es denn von einem normalen Urmeter? Und deswegen, damit man sich auch dieses blöde Umwandeln, ich sag mal blöde Umwandeln dazu, wir wissen ja alle, wandeln mal von Millimeter in Dezimeter um, da geht's schon los. Dann fängt man an, das sind eigentlich, und dann muss man es eigentlich hinschreiben, damit man nicht durcheinander kommt. Damit man davon loskommt, hat man das hier mit eingefügt. Damit, also eingeführt, damit es auch übersichtlicher ist. Übersichtlicher, jetzt sind wir bei dem Wort, wenn ich mal ins Große gehe. Ich nehme nochmal meine beliebte Entfernung bis zum Mond. Also Entfernung Erde-Mond könnte ich ganz locker schreiben als 380.000 Kilometer. Das ist überhaupt nicht viel vergleichsweise. 380.000 Kilometer, das ist weit, das weiß ich. Und ein Auto nach 380.000 Kilometern wird meistens dann irgendwohin verkauft. Weit weg am besten, weil das wird nicht mehr lange laufen, ne? Denkt man sich so. Das ist noch fassbar, aber was ist denn von hier bis zur Sonne? Wenn die Zeit, wenn 8 Minuten vergehen, bis das Licht von der Sonne hier angelangt ist, dann können wir uns das vorstellen, wie groß ist denn das? Machen wir mal ein Beispiel. Also, wir wollen, machen wir es so, gesucht ist die Strecke von Erde bis Sonne. Na dann, gute Nacht, Marie. Lösung ist eigentlich einfach. Wir kennen die Lichtgeschwindigkeit. V-Licht sind 300.000 Kilometer pro Sekunde nebenbei, ne? Also ganz schnell. Das wäre 7,5 Mal um die Erde. In einer Sekunde. Von in der Zeit 7,5 Mal um die Erde gerast, das ist drastisch. So, jetzt wissen wir, V ist S durch T. Und wir stellen um mal T. Demzufolge geht es ganz einfach weiter. V mal T ist S. Und wenn wir das jetzt mal mit Leben erfüllen und unsere Entfernungen und so weiter, wir wissen noch, gegeben ist, also das war Erde-Mond, gesucht ist das, dabei war gegeben die Zeit 8 Minuten, dann kriegen wir schon ein Problem. Jetzt, wenn wir jetzt mit solchen vielen Nullen arbeiten, machen wir es aber mal. So, V mal T ist S. V, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Mal T, 8 Minuten, 8 mal 6 ist 48, also 480 Sekunden. Das ist meine Strecke von der Erde bis zur Sonne. Na gut, die Sekunden kürzen sich raus, das ist auch noch kein Problem. Es wird wohl irgendwas mit solchen Dimensionen hier ankommen. Wenn ich das aber in Meter ausdrücken will, wird es noch spannender. Machen wir das mal. Gut, 3 mal 48. Wir fangen mal damit an. Wir nehmen nur die puren Zahlen ohne die Nullen. 3 mal 48. 3 mal 8 ist 24. 3 mal 4 ist 12 und die 2 dazu 4. Jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 6 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nullen. Kilometer. Wird schon echt unübersichtlich. Das ist unser S. Wenn ich das auch noch in Meter ausdrücken möchte, dann sage ich 144 und 6 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Kilo heißt nochmal. Merkt ihr was? Was das für. Und das ist noch nicht mal weit. Natürlich ist es furchtbar weit, aber das ist noch nicht mal schlimm hier. Und wenn ich das jetzt bis zum Jupiter mache oder bis zum Saturn oder weiß der Kuckuck was noch weiter, bis zum Pluto oder bis zu. In solchen Entfernungen rechnen möchte. Ich weiß ja nicht, was ihr werden wollt, Astronauten oder nicht, oder habt was dann später mit solchen Dingen zu tun, dann geht das nicht mehr, ohne das zu trennen. Und was machen wir da draus? Wir sagen ganz einfach, das ist 1,44 und jetzt geht's los. Jetzt wird ab hier gezählt. Mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also mal 10 hoch 11. Meter. Nicht minus 11. Minus, dann hieß es ja, wir müssten durch so eine Riesenzahl teilen, sondern hier ist es positiv, mal 10 hoch 11. Dann hänge ich das einfach an. So, jetzt gibt es hier Fragen. Und jetzt kam der Wunsch und jetzt möchten wir mal gerne diese Entfernung hier, die hier, also die Entfernung bis zur Sonne von der Erde aus, die möchten wir jetzt mal mit dem Auto zurücklegen. Und zwar nehmen wir ein Auto, das lassen wir 200 Kilometer pro Stunde fahren. Einverstanden?
200 Kilometer pro Stunde. 180 macht es dir komplizierter. Wir nehmen 200, einverstanden? So, also, gegeben ist folgende Spaßaufgabe. Gegeben ist Erde, Mond, ist bekannt. Die nehmen wir jetzt hier einfach, übernehmen wir von da. Gegeben ist auch eine Geschwindigkeit eines Autos. V Auto ist gleich 200 Kilometer pro Stunde. Und gesucht ist die Zeit T von der Erde bis zum Mond mit dem Auto. So, na denn. VSS durch T, dann legt mal los. Jetzt seid ihr dran. Verzeihung, nein, ich meine nicht Erde, Mond, Erde, Sonne. Natürlich, Erde, Sonne. Diese Entfernung, die wollten wir übernehmen, danke. Und wir überlegen uns das so, als wenn da eine Straße im Weltall wäre. Natürlich wird das nicht gehen. So viel Teer haben sie gar nicht auf der Erde. Ne? Eine Teerstraße wird nicht klappen. Los, rechnet aus. VSS durch T und macht was draus. Denkt an Kilometer pro Stunde und hier haben wir ja, ne, und so weiter. So, wir haben das mal ausgerechnet, mal schrittweise. Ich zeige es nochmal kurz. Das war eigentlich gar nicht so schlimm. V ist gleich S durch T. T muss unterm Bruchstrich weg. Ich muss das T ja haben. Also nehme ich mal T, dann geht das und kann gleich sagen durch V. Dann steht T ist S durch V. Jetzt haben wir eingesetzt. Nämlich hier das Ergebnis von hier oben. Unsere Entfernung Erde-Sonne haben wir einfach eingesetzt. 1,44 mal 10 hoch 11 Meter geteilt durch. Und jetzt kommt die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Wir wissen ja, durch ist mal. Die Stunde würde dann gleich oben auf dem Bruchstrich aufwandern. Also 200 Kilometer pro Stunde sind 200.000 Meter pro Stunde. Schwupp, wandert hier hoch. Das H. Durch, oh. Ist mal. So. Jetzt können wir nach Potenzgesetzen einfach sagen, 10 hoch 11 durch 10 hoch 5, zack, wären 10 hoch 6 draus. Das habe ich gekürzt, habe ich hier hingeschrieben. Und 1,44 durch 2, das geht leicht, das ist 0,72. Ich habe mal hier oben sauber alles abgeschrieben. Und jetzt war so eine Idee, wie kann man das darstellen? Entweder als 7,2 mal 10 hoch 5 Stunden oder 72 mal 10 hoch 4 Stunden. Und hier kommt uns was zu Pass. Und zwar 72 Stunden sind 3 volle Tage. Wenn ich also durch 24 teile, habe ich sofort das Ergebnis in Tagen, deswegen Day. So, und das sind die 10 hoch 4, die kann ich einfach mitschleppen. 72 durch 24 ist 3 und dann habe ich Tage. Jetzt hatten wir uns noch eine Spaßaufgabe gestellt. Wie schnell müsste man fliegen, wenn man es in 3 Tagen, oder fahren, wenn man es in 3 Tagen schaffen wollte? Also, gegeben war wieder die Entfernung Sonne-Erde. Und die haben wir von oben, ne? Die holen wir uns von da. Und wir sagen, die Zeit soll nur 3 Tage betragen. Naja, und jetzt brauchen wir eine Geschwindigkeit. Aber mit Kilometer pro Stunde wird ein bisschen ätzend. Wir werden dann die Geschwindigkeit mal ausrechnen müssen, V in Kilometer pro Sekunde. Das ist eine typische Raketengeschwindigkeit. So um die 30 Kilometer pro Sekunde ist die Geschwindigkeit, also mal ganz sicher aus unserem Sonnensystem rauszukommen, um die 10 Kilometer pro Stunde brauche ich, um von der Erde mich loslösen zu können. Also wir ahnen, was für Raketen das dann schon sind. Und jetzt wollen wir mal sehen, wir tun so, als wenn wir an der Sonne nicht verbrennen, wir wollen mal dahin fliegen. Wie schnell muss das werden? Joa, V ist S durch T. Und der Rest ist leicht. Jetzt setzt ihr ein, wer zu Hause zuguckt, macht eine Pause. Blub. Wir haben das jetzt mal gemacht, also wir haben jetzt einfach eingesetzt, V ist S durch T. Und zwar unsere Entfernung, die wir ausgerechnet hatten, hier diese 1,44 mal 10 hoch 11 Meter, hier für S eingesetzt, Peng. Das Schwarze ist das Eingesetzte. Ich habe hier aus 3 Tagen habe ich mal Sekunden gemacht. Und zwar 3 mal 24 Stunden sind 72 Stunden. Da habe ich die 3 Tage mit Stunden dargestellt. Jede Stunde hat 60 Sekunden und 60 Minuten und jede Minute hat 60 Sekunden. Und habe hier die beiden Zahlen 72 mal 3600 hier unten eingesetzt, Sekunden. Da muss ich nicht so viel tippen und nicht so viel rechnen. So, jetzt habe ich gesagt, warte mal, die 72 und die 144, die lassen sich durch 0,72 teilen. Dann habe ich hier oben eine 2. Das ist diese. Und hier unten hatte ich eine 100. Das ist diese. Und dann, jetzt in blau, habe ich gesagt, warte mal, das machen wir noch einfacher. Die olle 2 hier oben, die wird gestrichen. Denn ich teile durch 2, habe ich eine 1. Hier ist sie übrig. Und die 3600 durch 2 ist 1800. Jetzt müssen wir den ganzen Mist nochmal sauber abschreiben. Mal sehen, was passiert. Hier oben steht bloß noch einmal 10 hoch 11 Meter.
Wir machen mal Kilometer pro Sekunde, wollen wir haben. Kilometer draus. Also, es geht weiter. 10 hoch 8 Kilometer steht oben. Und unten steht, und jetzt fassen wir das mal zusammen, das wäre 1,8 mal 10 hoch 3, 4, 5. 1,8 mal 10 hoch 5 Sekunden. Und jetzt kann man in aller Ruhe sich hier drum kümmern. Jetzt, das mache ich mal in grün. 10 hoch 5 durch 10 hoch 5 ist 1 und 10 hoch 8 durch 10 hoch 5 ist nur noch 10 hoch 3. Wir müssen also bloß noch 1000 durch 1,8 eintippen und sind dann auf einen Schlag fertig. Ich rechne mal hier drüben weiter. 1000 durch 1,8, habt ihr das mal? Das ist ungefähr 1000 durch 2, so ungefähr 500. Wird ein bisschen mehr sein. Wie viel? 125. Wie viel? 1000 durch 1,8 bitte. 1000 durch 2 ist 500, 1000 durch 1,8 wird ein bisschen mehr. 555,555. Danke, 555 reicht uns jetzt. Kilometer pro Sekunde. Derzeit nicht erreichbar mit unseren Raketentriebwerken. Also in 3 Tagen zur Sonne, no chance. Jetzt werden wir uns wahrscheinlich gleich wundern, weil wir wahrscheinlich irgendwo einen ganz kleinen Fehler drin haben. Werden wir dann auch finden. Ist jetzt aber nicht, im Moment nicht so wichtig. Wir haben mal in diesem Tafelwerk nachgeguckt. Wir haben eine Entfernung von der Erde, unser blauer Planet, bis zur Sonne von rund 149 mal 10 hoch 6 Kilometern. Der Mars ist 227 mal 10 hoch 6 Kilometer entfernt zur Sonne. Demzufolge, große Frage, von hier bis hier ist es demzufolge wahrscheinlich die Differenz. 227 minus 149 bitte. Psst. Also 78 mal 10 hoch 6 Kilometer. Jetzt hatten wir gesagt, was hatten wir ausgerechnet? Hier unsere Entfernung war 1,44 mal 10 hoch 11 Meter. Gucken wir mal, ob wir richtig gerechnet haben. Dann werden wir vielleicht einen Fehler finden oder nicht. Das wären 1,49 mal 10 hoch 8 Kilometer. Richtig? Wenn ich aber Kilo weglasse, sage ich 1,49 mal 10 hoch und jetzt nochmal 3 drauf, 11 Meter. Und? Ging doch so, ne? Wir haben mit der Lichtgeschwindigkeit gerechnet, mit den 8 Minuten gerechnet. 1,44 mal 10 hoch 11 Meter. In Wahrheit sind es 1,49 mal 10 hoch 11 Meter. So übel waren wir gar nicht. Die 8 Minuten, die sind auch bloß ein, naja, Durchschnittswert und nicht Durchschnitt, sondern so ein Richtwert. So. Wir haben also 78 mal 10 hoch 6 Kilometer. Wir liegen richtig mit unserer Berechnung. Und jetzt die Frage, mit einer Rakete, die, lassen wir sie mal einigermaßen schnell fliegen, 20 Kilometer pro Sekunde schafft. Wie schnell sind wir? Wir haben jetzt Folgendes ausgerechnet. Also V ist S durch T umgestellt, kein Problem, eingesetzt. Doppelbruch, die Sekunde rutscht hier hoch, deswegen habe ich sie hier schwarz hingemalt. Also das können wir uns hier schenken hier. Ach, besser gesagt, schenken macht man ja so hier. So, und das hier ein bisschen herumgekürzt ergibt 3,9 mal 10 hoch 6 Sekunden. Damit kann man als Mensch so nicht anfangen. Wir haben das mal in Stunden umgerechnet. Das heißt, mal 1 durch 3600 Stunden, dann Stunden, 1 durch 3600 Stunden, so muss man es betonen. Wieder ein bisschen drin herumgekürzt, kamen wir auf 0,1083 mal 10 hoch 4 Stunden, beziehungsweise 1083 Stunden, also 45 Tage. Das muss man dann nochmal mit durch 24 teilen, dann kommen wir auf die Tage. Naja, das wäre unsere Reisedauer. Machen wir an der Stelle mal das Video dicht.